Gehen wir einmal mit der Kansas Bitter rein. Schlachtschiff, ich werde wahrscheinlich gleich die Runde so verhauen, aber okay. Ein T4 Schlacht 6 Hauptwaffen. Und ja, das Thema war, ich wollte mich immer dafür entschuldigen, halt, dass keine Videos kamen. Und ich werde da auch bald weitermachen. Ja, aber aktuell hat halt der Server Vorrang. Und zum Thema Server nochmal. Mich freut, dass wir so viele User drauf bekommen haben. Also die ersten Tage lief es doch schon sehr ordentlich aktuell. Es ist ganz so viel los, aber wir werden bald in eine längere Wartung eventuell gehen. Und das liegt daran, dass ein großes Update nochmal raufkommt, nochmal ein paar Sachen neu programmiert werden. Da eh alles selbst programmiert ist, muss man es auch selbst updaten. Und ja, vor allem Skyblock kommt aktuell gut an, Breakbow auch. Breakbow habe ich aktuell, kam vor einigen Tagen auch schon ein Update hinzu, wodurch neue Effekte hinzugefügt wurden. Und bei Starlife gibt es vielleicht bald ein Kit-Update. Das heißt, dann haben wir ein Kit-SG-Rad. Und jetzt muss ich mich immer entscheiden, wohin. Die gehen alle nach da, ich gehe hier die Route. Autopilot Mode enabled. So, zack. Und ja. Halt ein Kit-Update. Dann haben wir Creative. Mit 128 Plotgröße. Also ist schon sehr groß. Und so, ich hoffe, ich bin schon mal ziemlich verändert, falls die Atomleitung mit großer Seite wegrutscht. So, Steuerung X. Dann. Und ja, das wird jetzt alles noch nochmal neu programmiert. Dazu kommt auch noch, dass wir jetzt unser Forum fertig haben. Das werde ich auch nochmal in die Beschreibung stellen. Würde mich dann auch sehr freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut, euch registriert, da wieder auch regelmäßig Updates posten. Und am Ende des Videos werde ich nochmal für den Shop. Da gibt es aktuell viel Preissenkung und da werde ich auch nochmal einen kleinen Gutscheincode hin dranhängen, wo ihr dann auch nochmal 25% Rabatt bekommt. So, genug Werbung erstmal wieder. Und der Typ will mich ran. Typ, beeil dich mal bitte. Max, beeil dich mal bitte. Gut, funktioniert. Nein, jetzt greift der Autopilot ein. Und man merkt schon, es ist ein Unterschied, ob man mit einem Kreuzer oder mit einem Schlachtschiff unterwegs ist, von der Geschwindigkeit schon her. Vor allem die Ami-Schlachtschiffe sind sehr träge aufgebaut, das ist der bessere, mehr Panzerung, aber dafür auch langsamer. Und ja. Wo sind die ganzen Gegner? Sehr verdächtig. Im Chat regen sich schon wieder auf. Okay. Dann ein weiteres Thema ist, dass ich mich mal allgemein so bedanken wollte für 80 Abonnenten. Das sind nämlich ganz 100, aber ich glaube, das schaffen auch die 100 Abonnenten. Da wird dann nochmal ein Special kommen bei 100 Abonnenten. Und ja, ich finde es einfach nur cool, wie jetzt trotzdem nur 80 Abonnenten oder auch schon 80 Abonnenten so viele Aufrufe. Also bei mir ist mir der Hauptteil wirklich ganz gut sagen, dass ich jetzt über 12.000 Aufrufe habe. Und darüber freue ich mich. Das ist einfach geil zu sehen, Videos kommen an, einige mehr, einige weniger. Ich werde deswegen wahrscheinlich mehr auch jetzt auf Tutorials weitermachen, da die doch recht gut ankommen. Und da haben wir einen kleinen Jäger, ich schieße mal. Den Treffer ist er. Gut, der hat schon mal kassiert. Zur Hälfte ist er down. Was für ein Torpedoes to starboard! Oh ne,
Nein. Torpedoes, dead ahead. Nein. Torpedoes to starboard. Na ja, gut. Die Schlimmste konnten wir noch verhindern. Das kann doch nicht wahr sein. Hier. Hier gut los hier. Problem solved, sir! Ja, sowas ist immer ärgerlich, wenn man unendlich Torpedos reinbekommt. Ist aber halt nicht zu ändern. Und der wurde uns dann getroffen. Ja, vorne sind die beiden rein. Ist das schon ständig eine Boiler? Nee, das muss okay. Ich hab schon gewandert. So, zum Schiff nochmals. Wir Amerikaner T4-Schiff. Wie man es auch nur schwer erkennen kann, dafür 6 Hauptwaffen, Artilleriebewaffnung. Ist so gesehen die Nachfolgerin von der South Carolina, dem T3-Schiff. Und im Vergleich zu dem japanischen T4-Schiff ist es auch wesentlich stärker ausgerüstet. Halt stärkere Bewaffnung, dann einen dickeren Gürtel, ist auch allgemein breiter Schiff, mehr Panzerung, dafür um einiges träger. Und da kommt ein Kreuzer, ich überlege gerade, wie kriegen wir den abgefangen. Das kann ich, weiß es kritisch werden, wenn er jetzt nicht schon drauf geht. Versuchen wir jetzt alle Geschütze nach vorne zu richten, sodass wir ihn dann seitlich eine reindrücken können. Ja gut, komm. Naja, gut, dann kassiert er also. Geh schon mal von der Geschwindigkeit her runter. Okay, die lieber nicht. Oder so lange wie man schon braucht. Nein, ach, nee, als könnten wir uns. Waterline. We're flooding quickly. Stop 16.000 Anschuss. Und jetzt wollte sich der andere den Kill. Hier hart einlenken. So. Dann fahren wir mal quer hier rüber. Oder? Wir werden die Base Capture versuchen, da wir schon auf unserer kleinen Minimap sehen, hier unten. Oh Mann, ey. Dass hier in diesem Viertel eine Menge Feuer gerade abgeht. Und wenn wir jetzt hier gerade durchfahren würden, könnten wir, jetzt sind wir schon die Schiffe, von genau diesen beiden Seiten kassieren. Das wäre ich nicht, was der Typ das gerade kassiert. Ja, aber das stört jetzt nicht, wenn ich die ganze Zeit jetzt hier einmal herum switche. Das ist gut. Feuerbereit. Höhedüse mit 20 Knoten. 20,7. Zum Capture Point. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass bei Sonne vorbei ist, wenn wir da sind. Aber okay. Oh nein, 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 nein. Jäger. Versenkt. Enemy Destroyer blown up. Oh, der uns eine Torpedosalve reindrückt. Ich sehe bei einmal meine Waffen leer. Das war auf jeden Fall der bessere Gegner. So, das war ein schöner Teil. Ich sehe da hinten
das Schiff. Da am besten rauf. Bei den Kreuzern zu rein. Ach, da ist der Flugzeugträger, das ist ja schön. Das werde ich auch mal gleich so zeigen zu geben. Wo will der denn schon wieder hin? Der schießt der Zerstörer, okay. Jetzt eine mehr erfolgreiche Runde. So, wir sind jetzt schon Sieg. 114.000 Credits, 1.000 nach der Erfahrung. 100 freie Erfahrung. Teamwertung sind wir an erster Stelle, 1.200. Und der ausführliche Bericht haben wir 35.000 mit AP-Schaden, 11.000 mit HE-Schaden. Schaden durch brennende Feuerursache 1.800. Haben die beiden Träger getroffen, den Zerstörer und den Kreuzer. Wir haben Sekundärbatterie, okay, erhalten einen Schaden. Haben wir nur durch HE ein bisschen und durch Torpedos 25.000. Und ja. 108.000 sehen wir. 1,5 nochmal Erfahrung und dann würde ich sagen, zurück zum Hafen. Ja, mit der St. Louis in der Lage war aber irgendwie klar. Dafür habe ich einen Auftrag abgeschlossen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Soll es mal kurz gewesen sein. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich irgendwo in der Mitte den Code einblenden. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.